im Grunde ist das Problem eigentlich dadurch entstanden, dass ein Mitarbeiter in der Verwaltung hier diesen Strich um unsere Halle und nicht um unser Gewerbegebiet gezogen hat. Also im Grunde wäre es eine grüne Mauer durch Deutschland, wie sie früher schon mal war. Es hat sich jetzt erst für uns so ergeben, dass wir da irgendwie jetzt reagieren müssen, weil es sonst für uns existenzbedrohend ist. Von der Grundstruktur her sind wir ja ein Lohnmostbetrieb. Das heißt, in der Saison, in der Erntesaison bringen die Leute ihre Äpfel und wir verarbeiten die Äpfel zu Saft. Wir arbeiten hauptsächlich mit Streuobst. Das heißt, es kommen verschiedenste Sorten aus verschiedensten Gärten und Lagen zusammen. Da haben wir auch keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Sorten. Das gibt aber in der Mischung immer was Gutes. Und wir werden dann die Maische hier in diesem Wasserbad erhitzen. Und so bei 76 Grad circa fängt der Alkohol an zu verdampfen, geht hier über die verschiedenen Böden in den Kühler. Also was hier rauskommt, ist dann ein Kirschbrand. Auf diese Striche wurde ich freundlicherweise von einem Landtagsabgeordneten hingewiesen, der gesagt hat, ey, schau doch mal her, ich habe hier diese Zeichnung hier gesehen, das betrifft euch ja direkt, da ist ja hier euer Vorgarten mit dem Apfel plötzlich im grünen Band und eure restliche Gewerbefläche ist auch im grünen Band, das bedeutet für euch die und die Probleme. Und da sind wir erst drauf gekommen. Das Grundstück geht jetzt bis hier zu diesen Bäumen, das ist die Grenze Bayern-Thüringen. Wir waren ja, als die Grenze aufging, froh, dass hier wieder alles zusammenwächst. Also eigentlich stoppt man jetzt eine Entwicklung, die eigentlich natürlich ist, dass eben diese zwei Landesteile wieder zusammenwachsen. Die Zusammenarbeit Ost-West, die immer wieder beschworen wird und kritisiert wird, ist bei uns hier im Grunde kein Problem. Ich wohne in Bayern und arbeite in Thüringen und das schon seit vielen Jahren. Also das funktioniert reibungslos. Und das hier wäre jetzt die Halle, die Hallenwand, die also schon zur Erweiterung vorbereitet ist. Und in den nächsten Jahren werden wir sicher auch dann die Halle in diese Richtung weiter erweitern. Und das wäre dann mitten im grünen Band. Von daher beschränkt uns das grüne Band jetzt hier in unserer Entwicklung auf dem eigenen Grundstück. De facto wäre das eine Enteignung. Also wenn man auf seinem eigenen Gewerbegrundstück nicht mehr fürs Gewerbe arbeiten kann, dann gehört es mir ja im Grunde nicht mehr. Also dann müsste dann zur Konsequenz müsste dann sein, dass das Land Thüringen kommt und sagt, ich kaufe dir dieses Grundstück ab. Dann können wir drüber reden, dann bauen wir irgendwo anders eine neue Halle hin und wir können hier das grüne Band durchziehen.